TikToker wurde gepackt und mit einem Kleid angezogen. Der Ahmed Patron. Der selbsternannte Ahmed Patron. Ich muss sagen, ich habe diesen Typ nie verfolgt. Alles, was ich von ihm gesehen habe, war irgendwie immer sehr weird, ne? Was wir jetzt sehen, das ist sehr besonders. Auf jeden Fall wurde er gepackt, Digga, ne? Von Hells Angels anscheinend, ne? Von Volo Babo seinen Leuten oder Volo Babo selber. Und ja, wir gehen rein in das Video, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert, aktiviert die Glocke. Und versucht nicht zu lachen. Digga, das ist crazy. Was geht ab? Kamora! Was geht ab, Leute? Und zwar wollte ich mich leise. Bei wem? Sag der Name. Bei Kurtibus Anne. Weil ich sie beleidigt habe. Ja, Digga, hat er immer solche Ansagen gegen Leute gemacht, ne? Weil er der größte Gött bleibt in ganz TikTok. Sein Vater ist Obsthändler. Und ich werde Volo Babo und ihn und jeden anderen auf Flasche sitzen lassen, okay? Bruder, er hat Ansagen gegen die gemacht, als wäre der krasseste, ne? Bruder, wenn jemand so redet, man denkt vielleicht, okay, der hat Eier. Du denkst. Natürlich. Also Bescheid, was dachtet ihr? Entschuldigung, ha? Ich bin Ahmed Patron, was für Entschuldigung, ne? Kurtibo! Auf Flasche, ja, Kall! Okay. So. Volo Babo hat das dann in seine Instagram-Story gepostet. Ein Link mit Ahmed Patron im Kleid. Ne? Im Kleid. Offiziell. Ja. Das ist crazy, Digga, ehrlich. Spannend. So, hey, Volo Babos nächste Story, ne? Da sitzt er im Auto wie so ein kleiner Junge, der gepackt wurde. Ich muss sagen, er sieht nicht so glücklich aus. Er sieht auch nicht so frei aus. Er sieht auch nicht so aus, wie als dürfte er an sein Handy. Muss ich ehrlich sagen. Sieht auf jeden Fall schwer aus für ihn muss in dem Moment. Muss ich ehrlich sagen. Das ist crazy. Das ist hart, ehrlich. Genau, Leute, ich wollte mich bei Volo Babo entschuldigen. Hells Angels Boardroom und BKO. Da merkst du halt, ja. Es gibt Leute, die sind halt stärker als du. Bruder, du kannst dich ansagen. Die haben mir jetzt keine Dinger gegeben on cam, ne? Aber die haben mir mit Kleid angezogen und ich finde, das ist viel blamierender, als hätten die ihnen Dinger gezogen, Digga, ehrlich. Aber was willst du gegen fünf Leute machen, wenn die. Ich hätte auch lieber Schläge kassiert als so einem Video, Bruder, ehrlich. Die haben ihn geopfert einfach, ja. Was ich alles gesagt habe, nehme ich alles zurück. Ja, ich ziehe alles zurück. Mit Uhr sogar noch. Kennengelernt. Das sind. Gute Männer. Doch, ich hab die kennengelernt, gute Männer. Doch, gute Männer, die lassen sich ihr Kleid anziehen, Digga. Gute Männer. Wird nie wieder vorkommen. Auf der Fahrt, jetzt machen wir ein schönes. Also, ihr habt hast du das Video drin, wo er tanzt? Nee, hab ich nicht. Aber auf jeden Fall, ihr habt gesehen, er wurde richtig auseinandergenommen, er wurde richtig geopfert. Hat jemand das Video, wo er tanzt? Kann das mal jemand schicken? Ja, das ist auf TikTok. Ich hab das jetzt nicht. Kann mal jemand. Jetzt nein, jemand kann raussuchen, Digga. Und ja, wir gehen mal weiter rein, was er da jetzt zu sagen hat. Das Promo-Video für meinen Song, dies und das. Ich schwöre auf alles, hat er gesagt. Dann hast du über jeden Rapper schlecht geredet. Du hast über Sinanji schlecht geredet. Doch, was die schicken ihn Regenbogen und so. Digga, das krass. Über Sinanji, ich schwöre nicht mal geschickt. Dann hast du gesagt, Yusuf Axt. Yusuf Axt. Sein Hausfall ist auch schon stark, ja? Außer Kontrolle sind die größten Bluffer in Berlin. Die sind keine Männer. Und Wartet mal kurz, Zwischenstopp. Hier ist das Video, wo er. Nein, das ist ein Mach mein Stopp! Schlagkombination wie Hamza! Mann, das ist doch Originalvideo! Und das ist nicht KI oder so, ne? Er tanzt einfach! Schon eine krasse Demütigung, muss man sagen. Ehrlich, der wurde ja so Opfer. Die haben das schon gut gemacht, Digga. Die haben ihn auch auseinandergenommen. Ohne ihn zu schlagen, Digga. Das ist crazy, Bro. Ehrlich, ohne Gewalt sowas hinzubekommen, ist richtig gut. Ist schon stark, ehrlich. So Sachen hast du gesagt, dann hast du. Ich weiß gar nicht, ob du einen Rapper ausgelassen hast. Wahrscheinlich bist du neidisch auf die. Dann hast du über Bones MC geredet. Jetzt ist Volo cool mit Bones? Mann, der sagt einfach irgendwelche. Ja, er will einfach fitter machen, Digga. Chill doch mal ein bisschen. Dass du das damals geklärt hattest und was weiß ich, dass er, ja, du hast es geklärt wegen der Sache da mit mir und Bones. Hast du gelabert, du hast gar nichts geklärt. Weil sowas hätte ich niemals mit jemand gemacht. Mich erniedrigt das nicht. Wallah, meiner Meinung nach wurde ich nicht erniedrigt. Okay. Bruder, das ist seine Meinung. Das ist nicht seine Meinung. Egal, was er gerade sagt, das ist so eine Lüge gerade. Ich weiß nicht. Digga, für mich ist das keine Erniedrigung. Das ist seine Meinung. Der da? Boxershorts mit Kleid, Digga. Das ist nicht seine Meinung, das ist eine Lüge einfach. So, weiß ich nicht. Schließlich ziehe ich diese Dissus ja nicht hier so mit deiner Anne.
Weißt du, mit deiner anderen mache ich so, da. Warte, mach weiter, Digga, obwohl die das schon so mit ihm gemacht haben. Der Typ will das nochmal, ja. So mit Uhr. Back to back. Volo, da. Bei deiner so mache ich. Wie gesagt, du hast einen großen Fehler gemacht, weil du hast nicht nur mich beleidigt. Nicht nur mich hast du beleidigt. Und Wallah bei Allah, du wirst es bereuen. Ich verspreche es dir. Ich sitze hier lachend. Mich kriegt nichts runter. Psyche. Verstehst du? Mir geht das nicht an die Psyche. Ich bin jeder. Wie gesagt, ich bin in NRW. Wer ein Problem hat, egal wer, kann gerne kommen. Mann, und Bro, du wirst geplackt und im Kleid angezogen, Digga. Was redet der von? Eigentlich vorbei. Wie man soll kommen und so. Ja, was redet der? Der hat gar keine Rede recht mehr. Ist vorbei für ihn. Offiziell. Und dann werden wir sehen. Guck mal, du bist damals nach NRW gekommen. Du bist damals nach NRW gekommen. Du hast... Du bist auf die Veranstaltung von Mo Abdallah gegangen und Sinanji. Keiner war mit dir, Digga. Keiner war mit dir. Verstehst du? Keiner war da mit dir. Also, du brauchst mir nicht so machen. Gestern mit dir. Ich habe das Essen für dich hier noch bezahlt. Ich schwöre auf Allah, das Essen habe ich noch für dich bezahlt. Überleg mal, bezahlt, Digga. Dann im Kleid sein, ist auch crazy. Überleg mal, die entführen den und er muss noch Essen bezahlen. Das heißt, die haben ihn richtig auseinandergenommen. Digga, was willst du bezahlen? Boah. Du hast nicht mal Geld oder so, Digga. Ja, das ist alles Bluff, was du da machst im Internet. Das ist alles Bluff in YouTube und was weiß ich. Das ist alles Bluff. Versteht ihr? Mir geht's nur darum, Wallah, ich wünsche das niemandem, was mir passiert ist. Doch, ich wünsche das niemandem. Ich dachte, das kenne ich nicht. Aber es ist nicht Ja, okay. Ich schwöre auf Allah, lasst euch niemals unterdrücken von solchen Leuten. Ich gebe jedem einen Tipp. Ich toleriere sowas gar nicht. Ich finde sowas richtig gottlos und jeder, der gerade da drauf tretet, der ist in meinen Augen, ganz ehrlich, ja, ne, das geht gar nicht, was man da mit einem macht. Ich mache Scherze im Internet, ich mache Comedy, wisst ihr, und wenn man dann keine Reichweite hat als Rapper und kein Geld macht damit und so, dann ist es doch kein Grund, um jemanden in eine hinterhältige Falle zu locken. Also das ist das, was er verstehen muss. Es geht nicht darum, dass du Comedy machst und dies und das. Du hast halt schon Ansage an Leute gemacht, wo du die auch provozieren willst. Ja, der sagt doch, keiner kann mich packen und so. Keiner kann mich packen und Kleid angezogen. Diese ganz Leute, einfach. Die wollen dann halt auch zeigen, dass sie mit auf deren Namen kannst du nicht spielen. Klar, ist so. Und ihn so zu enden, also glaubt man hat ihn erniedrigt, weil jeder, der mich kennt, der weiß, dass mich sowas absolut gar nicht interessiert. Er hat doch auch schon Backpfeifen bekommen, oder nicht? War das nicht wie? Weiß ich nicht. Ich glaube, er hat auch schon Backpfeifen bekommen. Und deswegen sage ich euch, Leute, lasst euch niemals unterdrücken. Erst recht nicht von so einem Bluff. Ist mir passiert, aber weil 15, 20 Mann um mich herum waren, meiner Familie gedroht haben, dass sie jetzt sofort bei meiner Familie reingehen, wisst ihr. Und ja, was soll ich euch sagen? Mir fällt es schwer, diese Sache auch, muss man einerseits auch sagen. Ich dachte, war keine Erniedrigung. Weil, wisst ihr, das ist nicht leicht, wenn die Familie mit reingezogen wird und dass sie sagen, die gehen da hoch und so, ich habe eine Mutter. Das ist das Ding, Digga. Das, also am Ende des Tages, die Grenzen entscheidet keiner mehr, weißt du? Aber du ziehst ja, du sorgst dafür, dass deine Familie mit reingezogen wird, indem du solche Leute provozierst, Digga. Ist so. Ich habe eine Frau, versteht ihr, was ich meine? Ja, ne, ich habe eine Schwester, ich habe einen Bruder. Versteht ihr, was ich meine, Janne? Und dass man dann droht, da hochzugehen, wenn ich das nicht mache und dann da loszulegen. Und ich hatte keine Handys da, mir wurden meine Handys weggenommen. Die haben mir meine Handys genommen und so und ich konnte da keinerlei Hilfe rufen. Volo, wenn das Mase mich angerufen hat und hat mich nicht rangehen lassen, weil dann wäre die Sache ganz anders ausgegangen und das weiß er ganz genau. Weil bei Mase macht er seinen Mund nicht auf. Das ist eins, was sicher ist. Und ja, deswegen hat er mich nicht drangehen. Guck mal, wenn du ein Mann gewesen wärst, du wärst ganz alleine hier hingekommen. Wär weg. Ja, ne, wisst ihr, was ich meine? Aber weil du kein Mann bist, musstest du mich belügen, musstest du mich reinlegen, musstest du alles machen. Und um mich dann... Das Ding ist, die haben ja seine Adresse, Digga. Die wissen ja ganz genau, wo er wohnt. Ja, das Video wurde ja bei ihm zu Hause gedreht. Alter. Deswegen verliert der Digga. Warum hat der überhaupt noch eingedreht? Ja, nein, er hat gesagt, die sind nach Berlin gefahren und so. Ich glaube nicht. Doch, er hat gesagt. Okay. Ja, ne. Was soll ich dir sagen?
du musstest mich reinlegen, weil du kein Mann bist und musstest mich mit nach Berlin nehmen. Und wo, du warst ja korrekt in der Fahrt und so, muss man sagen. Die haben mich mitgenommen, bin ich. Ja, ja. Aber wo wir da angekommen sind, vor deinen Jungs, warst du auf einmal stark. Heftig, ja, ihr habt gesehen, Digga. Also, der erste TikToker, dem ein Kleid angezogen wurde, weil er die ganze Zeit gesagt hat, er ist unantastbar. Ne? Also die Leute, die immer sagen, die sind unantastbar, irgendwie werden die immer gepackt, ne? Deswegen sagt das gar nicht, weil es gibt immer jemanden, der ist stärker als ihr, ne? Und das, halt und das sieht man immer wieder, Digga. Vor allem, wenn man sich mit solchen Leuten anlegt, Digga. Du kannst dich mit TikTokern anlegen, da bleibt das immer alles sportlich, aber mit Leuten von der Straße... Das ist halt anstrengend. Die sind nicht bereit für diesen Spaß. Die mögen das war jetzt der Erste, der angezogen wurde im Kleid. Ich glaube aber nicht der Letzte. Ja. Ich glaube, jetzt wird das so ein Ding, die Leute werden... Barella wurde geparkt, jetzt wurde der geparkt. Ja, und die werden auch in Kleider jetzt angezogen. Jetzt werden die Leute nacheinander eliminiert, ne?